Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video aus der Videoreihe Goldtagebuch präsentieren. Und zwar wollen wir da einmal gucken, was ich so im letzten, ja, 4 Wochen, etwa einen Monat, an Gold mir zusammen erwirtschaftet habe. Dafür werden wir auf ein paar Charts die Postkästen ausleeren. Ich mache es ja immer so, dass ich das Gold dann quasi drin lasse von dem Zeug, was ich verkauft habe, um das einfach so ein bisschen nachvollziehen zu können. Zusätzlich haben wir natürlich auch meine schönen oder mehr oder minder schönen Tabellen hier. Unter anderem habe ich ja seit geraumer Zeit, also es geht glaube ich schon BFA los, meine Goldtabelle. Und da gucken wir mal, wo wir dem letzt stehen geblieben sind. Also ich war das letzte Mal quasi vor 4 Wochen auf dem Main-Account bei 56 Millionen, 600 irgendwas, 1000. Also das Ganze ist hier mal in 1000er Stellen angegeben. Und beim Second-Account, wo ich halt mehr Gold-Stuff mache, bei 120 Millionen. Heißt, insgesamt 177 Millionen waren wir stehen geblieben. Wir hatten das letzte Mal einen Profit von 34 Millionen, so rum. Und ohne die Konsumausgaben, also ich kaufe mir öfter mal T-Mog oder gebe Zeug für Berufs-Collection-Sachen aus, was jetzt nicht mit dem Goldmaking an sich zu tun hat direkt, sondern halt Luxusausgaben, also Konsumausgaben sind, und dementsprechend rechne ich das immer so raus, um das quasi bereinigt zu haben, ne? Hätten wir da 35 Millionen plus gemacht. Davor waren es 40 Millionen, das waren sehr, sehr gute Zeiträume. Die davorliegenden waren wesentlich weniger. Liegt so ein bisschen dran, weil da halt der Patch 9.2 rauskam und dementsprechend da doch einiges ging mit Legendaries und anderen Items. Ich vermute, jetzt wird es deutlich abflachen. Ich dachte eigentlich, der erste Monat, das war der hier mit den 40 Millionen, ist der beste. Und danach geht es richtig runter, wie es halt auch schon bei Patch 9.1 war. Aber ich habe trotzdem dann noch 35 in dem zweiten Monat quasi gemacht. Jetzt schauen wir mal, was jetzt geht. Wenn ich über 10 Millionen mache, ist richtig top immer noch. Mal gucken, ob das jetzt immer noch anhält. Ja, ich kann es schwer einschätzen, ne? Ich habe zwar einige Verkäufe, aber ob das dann natürlich auch das Gold gebracht hat, werden wir dann sehen. Was habe ich diesen Zeitraum ausgegeben? Ich habe wieder Konsumausgaben, und zwar sind es 1.734.000. Da habe ich auch schon ein Video zu gemacht. Ich mache immer meine Videoreihe Waste of Money. Und wenn euch das interessiert, aus was sich das zusammensetzt, dann zeige ich das da relativ genau. Gut, ist ein Haufen Collection-Zeug im großen Teil. So, jetzt schauen wir mal, wo wir jetzt stehen aktuell. Und zwar auf dem Main-Account halt. Ne, das ist der Second-Account. Auf dem Main-Account habe ich jetzt hier noch rumliegen 13.600.000. Und dann ist es so, dass ich ja auf Blackmore ein bisschen die Problematik habe, auf der Ali-Seite, dass ich nur 2 Chars habe und mein Gold schwer zwischenlagern kann. Also heißt, wir haben nicht nur diese 13 irgendwas über, sondern ich habe hier im Postkasten von meinem Twink das wieder rübergeschickt, weil das wäre in 2 Tagen ausgelaufen und dann ist das Gold halt blöder. Also nee, es ist nicht weg, es wird dann wieder auf den anderen Char rübergeschickt, aber ich habe es lieber manuell rübergeschickt, dass wir uns das auch anschauen können. Und zwar, das sind natürlich keine Verkäufe, die paar Millionen, die hier drin sind, sondern das sind das Gold, was ich halt immer wieder hin und her schicken muss, dass es halt nicht verschwindet, ne, weil ich halt Lagerprobleme aktuell habe hier auf dem Server. Gut, heißt, das ist hier nochmal knapp ein Cap, nochmal ein Cap, ne, also 20 Millionen, dann sind es hier nochmal 6 Millionen, dann nochmal etwa 1 Million. Ich habe das jetzt schon zusammengerechnet. Was da rauskommt, sind etwa 40.666.000. Mit dem Zeug, also die 13, die ich hier noch habe und diese Sachen, die ich rübergeschickt habe, also etwa 40 Millionen, heißt, wir haben minus gemacht 16 Millionen, ne, was ich halt investiert habe. Mal gucken, ob wir das wieder reinholen. Und beim Second Account ist ein bisschen einfacher, da hatte ich ja 120 Millionen und wir gucken einmal rein, 100 Millionen haben wir noch über, also knappe 20 Millionen haben wir investiert. Zusammen sind es um die 36 Millionen, ist natürlich ein paar hunderttausend hin, her, ist, ne, jetzt nicht so relevant, aber dass wir in etwa einen Referenzwert haben. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Wir können uns das jetzt, wobei, das können wir uns merken, ne, 36 Millionen haben wir etwa an Ausgaben gehabt. Gut, ich würde sagen, fangen wir mit dem Main an, räumen wir mal ein bisschen Postkasten auf, beziehungsweise vielleicht schicken wir erstmal das Zeug zurück, dass wir da ein cleanes Bild haben. Jetzt würde ich sagen, nehme ich das einmal raus und schicke mal zu dem Twink schon mal was rüber, also den hier.
schicken wir mal 9 Millionen rüber. Jetzt gucke ich, ja, das ist der richtige Chart. Dann können wir nämlich die ganzen Sachen wieder rausnehmen. Dann nehmen wir einmal das Cap raus. Ach Mist, ich habe nur 700k. Ah. Okay, das wird nix. Jetzt wird's kompliziert, ich sag's euch. Dann nehmen wir halt das noch raus. Und schicken das auch noch rüber. Ich hätte erst die großen Beträge rausnehmen sollen, ne? Aber gut. Mal halt blöde Zerhackte. Ne, das ärgert mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen. Egal. So, das nehmen wir raus. Schicken auch noch rüber. 9999. Die 100er Beträge sind eigentlich egal. Boah, wenn ich mich hier mal vertue, ne? Und dann mal so 20, 30 Millionen bei irgendwem anders landen. Das wäre beschissen. Du kannst es zwar noch über einen GM berichtigen lassen, aber das geht nur so lang, bis der andere das nicht rausgenommen hat, ne? Und wir alle wissen, wie lange GMs teilweise brauchen, dass man so einen Wickel kriegt. Also das ist eher suboptimal. So, okay, das haben wir jetzt rübergeschickt. Dann würde ich sagen, fangen wir mal hier an. Ich werde wieder den Chat einmal ein bisschen hier aufmachen, dann seht ihr so ein bisschen, was wir rausgezogen haben, und nebenbei kann ich so ein bisschen erklären, was wir hier quasi verkauft haben. Also mit dem Char hier bin ich auf Blackmore, auf Ali-Seite, und ihr seht, das ist ein Haufen Items, die man craften kann, hauptsächlich Schmiedekunst und Lederer, das sind die beiden Berufe, die ich hier habe, und damit verkaufe ich halt sowohl die Legendary-Teile, also alle Leder und alle Schmiede- bzw. Kettensachen von gut, ich sag mal so, Stufe 1, 2 und 3 verkaufe ich nicht, ehrlich gesagt, sondern ich verkaufe Stufe 4, 5, 6, 7. Ne? Also die haue ich ins Auktionshaus. Komischerweise, sage ich euch ganz ehrlich, geht Stufe 5 und 6 erstaunlich gut weg. Ich weiß auch nicht, es liegt vielleicht daran, weil Leute für Stufe 7 halt die neue Materialien brauchen und mit den Twinks, die vielleicht nicht farmen wollen, die Stufe 6 und 5 kannst du halt mit den alten Materialien machen, und es gibt ja einen Händler in Zered Mortis, wo du quasi von deinem Main-Char theoretisch diese Materialien einpacken kannst und ihm zum Twink schicken kannst. Heißt, du kannst auf einem Twink, der gerade auf Max-Level gekommen ist, direkt diese Ressourcen rüberschicken, kaufst du so ein Teil und kannst dann Stufe 5 und 6 Ding herstellen. Ne? Ich vermute, dass deswegen die Teile hier relativ gut gehen. Was verkaufe ich dann noch mit dem Char? Ich verkaufe noch ich kann es auch mal schnell zeigen, jetzt werden wir das natürlich hier dann überdecken, aber ihr seht es im Postkasten noch. Ich verkaufe dann quasi noch diese ganz normale Rüstung, hier abgegradet auf 2,33, und dann verkaufe ich noch das gleiche abgegradet auf 2,62. Ne, da bastle ich dann meistens hier noch so einen Spesselstein rein, wobei ich da jetzt gerade ein bisschen am Abwägen bin, ob ich das überhaupt noch machen soll. TSM hat nämlich ein bisschen was geändert. Ich bin nämlich hauptsächlich mit TSM am Einstellen, und mittlerweile checkt TSM, dass ein Item ein anderes ist. Ich kann es jetzt hier zum Beispiel mal zeigen. Ich habe hier zum Beispiel, weil ich M Plus immer noch kein Glück hatte mit den Drops, immer noch so ein gecraftetes Item an einem Slot. Und da habe ich ja diesen Zusatzbonus drauf, dass ich so einen Partikel spawnen kann, der mehr Stats gibt, wenn ich reinlaufe. Ich dachte eigentlich, das ist ziemlich cool, ehrlich gesagt, selbst in den Endgame kommt in M Plus diese Dinger spawnen, und bin meistens zu faul, da reinzulaufen, oder ich muss irgendwie die Mobs kiten, habe ich gar keine Zeit, die da in diese Partikel reinzulaufen. Also so geil ist der Effekt ehrlich gesagt gar nicht, aber theoretisch hast du halt einfach nochmal so einen zusätzlichen Stat-Boost. Mittlerweile unterscheidet, wenn man die neue TSM-Version hat, TSM so ein bisschen zwischen dem Item ohne diesen Bonus und einem Item mit dem Bonus. Am Anfang der Expansion wäre das sinnvoll gewesen, weil da waren die Items mit dem Bonus ein gutes Stück teurer, und die Leute wollten alle diesen Bonus haben. Ne? Mittlerweile equippen viele Leute ihre Twinks, die wollen einfach ein hochstufiges Item haben, ob da nochmal ein zusätzlicher Proc drauf ist oder nicht, juckt die Leute nicht. Jetzt crafte ich meine ganzen Items oder habe sie gecraftet mit diesem Bonus, tue sie ins AH einstellen, und jetzt stelle ich die halt für einen viel höheren Preis ein, weil die Leute, die diese Items auch craften, die halt für einen hohen Preis einstellen. Ich biete die halt auf dann automatisch für denselben Preis ein, und viele Leute kaufen einfach das Item, was dann halb oder drittel so teuer ist, ohne diesen Special-Bonus, und dann bleibt halt dieses 2,62 mit Bonus bei mir so ein bisschen in, im Auktionshaus liegen. Das ist ein bisschen schade, und ich bin am Überlegen, ob ich jetzt die Dinger ohne Bonus herstelle, dass ich einfach mehr Sales habe, mit natürlich ein bisschen geringerer Profit-Range, aber dafür mehr Verkäufe, weil aktuell merke ich schon, dass das stark zurückgeht, die Verkäufe. Ne? Genau. Und selbiges mache ich natürlich dann auch hier mit Schmiedekunst. Ne? Da ist auch das Gleiche auch wieder hier. Schmiedekunst und Lederer,
Ach, die Schmiedekunst habe ich eben gezeigt, ne? Lederer hier, dasselbe geht, 233er Items, 264er, ne, 262er so rum, Leder und Kette. Und dann halt die kompletten Legendary-Sachen, die wir hier haben. Habe ich alle schön auf Rang 4 und die kannst du ja dann mit diesen verschiedenen Orbs upgraden. Oh, wir haben jetzt schon wieder einen Cap, sehe ich gerade. Einmal Cap, dann würde ich sagen, schicken wir das einmal rüber. So, auf den Twink-Char. Warum ging das jetzt nicht? Okay, das war gerade... Ich glaube, ich habe einen Neuner zu viel gemacht, ne? Deswegen hat es nicht funktioniert. Genau. Was ich hier zusätzlich dann auch noch verkaufe, sind teilweise Sachen, die ich halt so loote, ne? Halt irgendwelche Stoffe, irgendwelche Grundmaterialien. Das ist aber nicht der große Teil. Ich bin halt mit dem auch noch aktiv am Spielen und habe auf dem Server, wie gesagt, nur zwei Chars und habe dann keinen Crap-Verkauf-Chars, so wie ich es auf vielen anderen Servern habe, wo ich dann einfach die T-Mog-Sachen, die ein bisschen was wert sind, hinschicke, die ganzen Materialien, dass ich den Ramsch auf einem anderen Char verkaufe, dass das hier mit dem Repost nicht dazwischen reinkommt. Ihr seht zum Beispiel, hier habe ich einen Blut-Hibiskus verkauft, das ist dann zwischendrin drin, ne, aber das sind halt die, ja, oder hier Fuchsblumen habe ich verkauft, das kriegst du über Blut von Sagras unter anderem. Ich habe immer ein bisschen Platzprobleme, nicht nur mit dem Gold, sondern teilweise auch auf der Bank, ne? Wenn ihr hier seht, da sind halt relativ viele Materialien drauf und wenn ihr das hier vielleicht auch am Craften seid, dann wisst ihr bei den Legendaries, für einen Legendary braucht man so viel Leder, Erze und andere Materialien, dass man die halt immer in Tausender, Zehntausender Größen kauft, dieses ganze Zeug, und dann wird es halt schon relativ schnell eng auf der Bank. Da bin ich gerade ein bisschen am Struggeln tatsächlich. Genau. Jetzt schauen wir mal, da ziehen wir nochmal ein bisschen was raus. Was hatten wir gesagt? 16 Millionen müssen wir auf jeden Fall reinholen, dass wir da wieder ein Plus sind. Ein Cap haben wir schon weggeschickt, also 10 Millionen, 4 Millionen haben wir. Ich denke mal, da sind wir auf jeden Fall beim Main-Account im grünen Bereich. Ihr seht auch, hier steht dann immer dran, in wie vielen Tagen das ausläuft. Ich mache das hier alle 4 Wochen etwa. Und 30 Tage bleibe ich die Post drin, heißt, wir knacken nicht ganz diese 30 Tage. Wenn man da nämlich länger wartet und das Ding ausläuft, dann ist das Gold halt weg. Ne? Und ja, dann hast du halt ein bisschen das Problem. Theoretisch kannst du das wiederholen bei der Gegenstandswiederherstellung. Ich habe zwar bis jetzt nur immer Items wiederhergestellt, aber ich meine, Gold müsste da auch gehen. Aber es ist halt ein Gefrett und außerdem hat das, glaube ich, einen Cooldown von, ich weiß nicht, Woche, zwei Wochen, irgendwie sowas. Also da muss man dann immer echt ein bisschen gucken, dass man das Zeug dann wiederkommt. Und vor allem, wenn bei mehreren Chars es ausläuft, man kann immer nur wieder einen herstellen. Also das sollte einem am besten nicht passieren. Genau. Ach übrigens, weil das letzte Mal wurde dann ein bisschen nachgefragt, ob ich das ein bisschen mehr ausführen kann, wie ich das mache mit den ganzen Materialien. Und zwar ist es bei mir so, dass ich keine Materialien farm, also wirklich gar nichts, sondern ich kaufe alle Materialien im Auktionshaus raus und crafte dann meine Items. Ich mache es aber nicht so, wo sich auch schon beschwert wurde, ich mache kein Gold mit den Craft-Sachen, ist alles im Minus. Ich craft natürlich, ne, ist ja logisch, nur das, was im Plusbereich ist. Zum einen habe ich für die Legendary-Items ein Addon, das schimpft sich Legendary Stock Tracker. Und da sehe ich einfach, was ist im Plus und was ist im Minus. Ne? Das nimmt halt die Daten von TSM her, also von Tradeskill Master. Und da gibt es ja diese Tradeskill Master App, die dann immer wieder die Daten abgleicht von dem Server. Die habe ich unter anderem hier, das ist die Tradeskill Master App. Da kann man sich seine Server eintragen und dann zieht es halt die Daten runter. Und dementsprechend crafte ich hier natürlich nur das nach, was hier prozentual im Plus ist. Ihr seht auch, Rang 7, da ist halt sehr viel Competition, ist auch sehr viel im Minus, wie ihr seht. Rang 6 ist teilweise sehr, sehr gut im Plus. Ne? Deswegen meine ich, ich verkaufe fast mehr Rang 6 Teile als Rang 7 Teile und die sind auch mehr im Plus. Also nicht nur sich davon blenden lassen, was das aktuell Beste ist, sondern auch ein bisschen in den anderen Gewässern fischen. Gut, wir haben jetzt nochmal einen Cap rausgezogen. Heißt, wir werden nochmal einmal einen Cap rüberschicken. Halt, ich glaube, ich habe wieder eine 9 zu viel. So, genau. Und ja, am besten immer so ein, also im Optimalfall schaut man auch immer, dass man die Mats dann kauft, wenn sie günstig sind. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich crafte halt einmal am Tag die Legendaries nach, meistens halt, ne, am Anfang, wenn ich anfange, hocke ich mich kurz hin, tue die Sachen nachcraften und manchmal kaufe ich die Mats teurer, als es vielleicht an einem anderen Tag gewesen ist. Aber das ist halt reine Bequemlichkeit. Ne? Da muss man halt selber auch immer so ein bisschen gucken, wann man die Zeit hat, das rauszukaufen. Und da kommt wieder das Lagerproblem rein.
wenn ich halt teilweise von einer Materialie mal 10.000 kaufen könnte, die günstig ist, aber ich den Lagerplatz einfach nicht habe, dann bringt mir das auch nichts. Ne? Also deswegen, ja, ist das so eine Sache. Auf den vollen Servern, wo ich unterwegs bin, sind die Mats meistens günstig drin. Ab und an versucht einer halt den Markt zu resetten, heißt, kauft alles raus, tut es dann teurer reinstellen. Das ist aber dann nach einem halben Tag meistens wieder dahin und sind die Sachen günstiger. Also so ein bisschen was in der Hinterhand zu haben, ist manchmal nicht schlecht. Wenn einer gerade den Markt resettet hat, dann sollte man vielleicht nicht reinkaufen. Aber im Normalfall ist das eigentlich durchaus machbar. So, jetzt bin ich gerade überlegen, wir müssten jetzt mal auf dem anderen Char rüberlocken und gucken, wie viel wir da insgesamt jetzt rausgehauen haben. Ich würde sagen, das machen wir jetzt. Jetzt haben wir hier 3,5. Okay, ich locke jetzt mal kurz auf den anderen Priester um. So, dala. Also, ich habe jetzt einmal umgelockt auf meinen Priester. Der hat jetzt hier schon ein bisschen was drin. 1, 2, 3, 4. Über 5 Goldcap, also über 15 Millionen habe ich hier jetzt alleine schon mal. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, wie ich das mache. Wir schicken ein bisschen was zurück. Und zwar, das hier, Anhang ist leer. Das kann ich, glaube ich, löschen, ja. Dass ich jetzt wirklich das Gold gelöscht habe, das wäre jetzt bitter. Ich muss mal gucken, ob das überhaupt geht, dass man Gold löscht, ne? Vielleicht mit einem kleineren Betrag. Gut. Ich würde sagen, ich nehme jetzt das hier mal raus, die 9 Millionen, und schicke mal auf den Main die Differenz, weil ich brauche ja eh wieder Gold, um craften zu können. Ich schicke jetzt einfach mal 6 Millionen rüber. Auf den hier. Ich muss jetzt halt ein bisschen hin und her basteln. Also 6 Millionen wieder zurück. Und dann nehme ich hier noch das hier raus. Und dann merken wir uns einfach, dass wir quasi 1, 2, 3, 4, 4 Caps quasi haben. Ne? Das andere wird ja hier oben angezeigt. Also gut, minus jeweils 1000 Gold, aber das ist vernachlässigbar. Ne? Also 40 Millionen minus 4.000 Gold quasi. Zurück auf den Druid. Jetzt können wir die 6 Millionen hier rausnehmen. Also ich habe die jetzt zurückgeschickt, weil ich bei dem jetzt im nächsten Intervall ja wieder Zeug craften werde. Und da muss ich natürlich wieder was investieren. Heißt, wir haben jetzt quasi auf dem Account die 24, irgendwas, plus nochmal die 40 Millionen, ne? Heißt, wir haben 64 Millionen, aber ich habe noch einen Char, wo Kleinstuff drauf ist. Da werden wir jetzt auch nochmal hinloggen und uns das mal angucken. So, dann bin ich jetzt weiter gelockt, einmal auf Lothar. Da habe ich so ein bisschen meinen Anführungszeichen Crap-Verkaufs-Char. Der hat auch noch ein bisschen Schneider-Stuff, was ich nicht, also das reposte ich nicht, das haue ich ab und an mal rein. Das ist halt eher so ein Char, wo ich einen Haufen Zeug mit den Twinks einfach herschicke. Aber Kleinvieh macht auch Mist, da sind alles mögliche, irgendwie Mats dabei, irgendwelche Verzauberungen, irgendwas, wo ich Zeug geskillt habe. Und das will ich halt nicht verfallen lassen, ne? Das haue ich immer mal wieder rein und das ein oder andere Gold kommt da rum. Große Mengen sind es jetzt nicht, sind vielleicht 100, 200k, aber Kleinvieh macht auch Mist und ja, einfach ins Auktionshaus reinhauen mit TSM ist ja relativ easy, aber hier fange ich nicht an, irgendwas zu reposten. Ne? Ich habe mit dem, weil ich halt die ganzen Rezepte collecte, unter anderem auch die aktuellen geholt und da ein bisschen was gemacht, zwecks 233er Gear. Das ist aber das Einzige, was ich verkaufe. Ich verkaufe keine Legendaries und keinen anderen Stuff, obwohl ich das theoretisch hier auch hochskillen könnte. Wäre aber ineffizient, weil man so ein bisschen die Problematik hat, dass zum Beispiel bei Schneider das Upgrade-Item sehr, sehr teuer ist, weil du halt nicht irgendwie 20, 30 Mats brauchst, sondern 300 oder 400 Mats-Sachen. Und wenn man mit Schneider-Legendaries was herstellen will, braucht man eigentlich einen anderen Beruf am besten, der auch Legendaries craften kann, wie es zum Beispiel auf meinem Main-Hub mit Schmied und Lederer. Dann kann man sich nämlich mit dem einen Beruf das Upgrade-Item herstellen, wo es günstig ist, und mit dem anderen Beruf benutzen, weil das komplett selbe Item ist. Ne? Und deswegen, wenn man jetzt nur Schneider hat, ist das eigentlich kaum rentabel tatsächlich, leider. Und da ich hier die Rezepte collecte und teilweise Sachen habe, die aus Classic sind und die es nicht mehr gibt, werde ich halt hier zum Beispiel meinen Verzauberungskunst nicht verlernen, ne? Weil ich da, seht ihr, ein Rezept fehlt mir jetzt noch, da so gut wie alles habe, was man haben kann. Und da ist halt, das ist halt eher ein Collector-Char als auch ein Goldmacht-Char, aber naja, 300.000
haben oder nicht haben. Haben wir da jetzt auch nochmal rausgezogen. Gut, das waren jetzt die Charts auf dem Main-Account. Jetzt können wir quasi das Endergebnis mit in die Tabelle einsetzen. Heißt, wir haben jetzt hier 24.504.000. Wir haben vorher gemerkt, die 4.000 können wir ja wegziehen. Also haben wir 64.500 Gold genau, ne? Weil 4.000 müssen wir ja abziehen. Das ist ein relativ runder Betrag. Heißt, wir haben hier schon mal Plus gemacht. Knappe 8 Millionen. Ist ganz nice. So, das ist jetzt soweit der Main-Account. Jetzt kommen wir zum Second-Account. Da geht im Normalfall ein bisschen mehr. Da sind wir nämlich jetzt auf Antonidas unterwegs. Und den ersten Char, wo wir da schauen, ist jetzt einmal mein Crab-Verkauf-Char. Ah, super. Da laufen gerade die Sachen aus. Ich habe extra vorher alles aufgeräumt. Aber jetzt müssen wir das schnell hier rausnehmen, dass wir das dann verkaufen können. Da haben wir unter anderem auch einen Haufen Zeug aus der Insel-Expedition dabei. Und zwar hatte ich letztens die ganzen Marken, die ich noch über hatte, ausgegeben, ne? Also da gibt es ja diese Seefahrer-Dublonen und ich hatte ursprünglich vor, mit den Seefahrer-Dublonen Ruf-Tokens zu kriegen, ne? Weil ich mit einem Char noch ein bisschen Ruf gebraucht habe, wollte mir wieder ein paar Rezepte für meine Collection holen. Ja, schöne Scheiße, es gab einen Haufen T-Mog, aber halt blöderweise wenig bis gar keine Ruf-Token und die Ruf-Token, die ich noch gekriegt habe, waren seengebunden. Da gibt es nur ein paar, die dann nicht seengebunden sind, das war dann ein bisschen eine Nullnummer. Dennoch hat sich's rentiert, denn ihr seht hier, gibt es einen Haufen Items und teilweise haben die hier einen Item-Value von 70, 100k, die Sachen. Also da kann man schon ganz gut auch was an Gold rausholen. Was ich hier halt sonst verkaufe, sind alle möglichen Mats, die auch wieder anfallen, beziehungsweise teilweise halt auch T-Mog-Sachen, ne, wie das aus den Insel-Expeditionen. Das habe ich jetzt aber erst seit gestern drin, da wurde jetzt anscheinend noch nicht sonderlich viel verkauft. Aber wie wir alle wissen, T-Mog ist halt eine zähe Sache. Dauert immer ein bisschen, bis man das verkauft. Achso, da könnte ich euch jetzt den Chat auch rausziehen, was ich hier noch alles drin habe. Also ihr seht, das sind alles Kleinbeträge hier, wie bei dem Hexenmeister. Aber am Ende summiert sich das halt dann auch tatsächlich ein bisschen auf. Was haben wir da jetzt rausgezogen? 80k. Naja, gut. Naja, gut. Aber die großen Sachen, die kommen ja gleich noch. So, jetzt logge ich gleich weiter. Jetzt stelle ich das bloß noch schnell ein. Das erspare ich euch aber jetzt. Dann kommen wir zum nächsten Char. Und zwar mein Hunter auch hier auf Antonidas. Der hat jetzt tatsächlich wieder richtigen Stuff, den ich einmal hier verkaufe. Auch wieder ein bisschen, ne, Legendary-Gedönse. Ich würde sagen, da fangen wir jetzt mal an. Der hat folgende Berufe. Der hat einmal Lederverarbeitung und der hat einmal Juwe. Und auch hier ist es so, dass ich die Berufe soweit ausgemaxt habe. Heißt, ich habe alle Leder- und Kettensachen auf Max-Rang und auch bei Juwe natürlich auch das auf Max-Rang. Und dann verkaufe ich ganz klar wieder die 233er-Items, 262er-Items, dass ich es jetzt hier noch zusammenbringe. Also seht ihr, da hatten wir jetzt auch um die 1000 Cells gehabt. Zusätzlich habe ich ja dann noch den Monk hier auf dem Server und da verkaufe ich dann halt die anderen beiden Legendary-Berufe, also Schmied und hier Schneider. Und da hatte ich ja euch vorher gesagt, bei dem Hexer, ne, immer so Kombinationen machen Sinn. Bei Schmied kann man sehr, sehr günstig diese Upgrade-Items herstellen und dann stelle ich die halt beim Schmied her und benutze die dann beim Schneider. Und hier bei dem Char mache ich so, dass ich sie bei Juve einmal crafte und dann beim Lederer benutzt. Ich kann euch das auch theoretisch gleich mal zeigen. Warte mal, jetzt stoppen wir hier mal kurz. Wenn ich jetzt hier ins Auktionshaus gehe, da rangehe und wahrscheinlich ist es jetzt gerade andersrum, als ich sage, aber normalerweise, jetzt schauen wir mal. Genau, also wenn ich jetzt hier das Upgrade-Teil als Juve herstelle, kostet mich das 6.000 Gold aktuell Mattpreise. Und wenn ich dasselbe Item herstelle als Lederer, gut, kostet 6.800. Also mittlerweile sind die Preise Unterschiede nicht mehr so groß. Am Anfang waren das teilweise ein paar tausend Gold, ne? Als die Mattpasten noch hoch waren. Was kostet das jetzt? 5.700 und das andere kostet auch 5.700. Okay, ist es halt fast gleich, ne? Jetzt können wir mal gucken, was das hier kostet. Das mal das Handwerks 3.085 hier als Juve und da kostet es, na gut, da kostet das Ding 4.800. Also da ist schon ein deutlicher Unterschied. Da ist es dann mit Juve ein gutes Stück günstiger tatsächlich, das herzustellen. Ne? Das sind dann fast 2000 Gold bei einem Teil, was hier 3k kostet. Also das ist schon fast das Doppelte. Ne? Okay, gut, dann schauen wir jetzt weiter hier rein. Und bei Schmied Lederer können wir es halt auch mal noch, Schmied
Und Schneider können wir uns dann halt auch mal angucken. Da dürfte der Unterschied aber tatsächlich noch ein bisschen größer sein. Aber wie gesagt, es sind alle Mattkosten runtergegangen. Was sehr extrem ist, ist der Hornbike. Ich habe heute, Hornbike für 5 Gold pro Stück gekauft. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo ich den Hornbike am Anfang der Expansion für 1000 Gold gekauft habe pro Stück, ne? Und jetzt 5 Gold pro Stück, ich hab's kaum glauben können, ne? Der Verzauberte kostet zwar immer noch 50, also das Zehnfache, aber da brauchst du halt Staub. Mittlerweile ist das Teure der Staub und nicht mehr der Hornbike. Und ja, das Ganze liegt halt so ein bisschen an der Geschichte, dass Blizzard ja mittlerweile das so gemacht hat, dass mehrere Leute einen und denselben Mob kirschnern können. Heißt, du kannst halt eine Kirschnergruppe machen mit 5 Kirschnern, alle töten Mobs und kirschnern die Mobs untereinander und dann kannst du natürlich so viel effizienter das Ganze angehen und ja. Deswegen ist wahrscheinlich das Leder auch um einiges günstiger. So, jetzt habe ich hier Cap, jetzt muss man das zu irgendeinem Char schicken. Was haben wir denn da für einen? Wir nehmen mal den Taylor DK, der hat noch 13k über. Da müssen wir jetzt einmal gucken. Taylor DK hier unten. Heißt 99980. Machen wir das mal so. Also das sind 9.980.000, die 13k, das müsste passen. Dann tun wir da nicht overcappen. Da müssen wir dann nachher bloß einmal einloggen und das Gold rausnehmen. Dann holen wir uns mal den Rest hier noch raus. Ich weiß nicht, der eine oder andere wird die Story kennen. Ich habe vor Patch 9.1, habe ich mir gedacht, boah, ich bin clever und ich kauf mir Hornbike zusammen. Und damals war der Hornbike so zwischen 400 und 700 Gold in etwa, ne? Und da war der gerade unten bei so 500, 600 Gold pro Stück. Und ich habe mir halt ewig viel zusammengekauft, weil am Anfang im Patch war der halt immer bei 1000 Gold. Ich dachte mir, ah, okay, Demand ist jetzt gerade ziemlich low an dem Punkt. Ich kaufe mir den ganzen Hornbike zusammen, dann kommt der Patch raus und dann geht der Preis richtig hoch, weil sehr viele Leute dann wieder Legends Days brauchen. Theoretisch war die Rechnung richtig, aber damals kam Kort hier raus und dann war die Problematik, dass du halt auch sehr einfach Leder farmen konntest, ne? Weil viele Leute diese Eier gefarmt haben und dann Gruppen gemacht haben. Dann gab es einen schlauen Kirschner, der da rein ist in diese Farmgruppen für die Eier und hat den alle Mobs weggekirschen. Und dann ist der Lederpreis auf den Servern, wo ich unterwegs war, auf 300 Gold gedroppt. Also teilweise auf die, oder 250, teilweise auf die Hälfte von dem, was ich es gekauft hatte. Und ich habe nicht für 2,50 Mark Leder gekauft, sondern für einmal Gold Cap, also 10 Millionen. Ja, war halt einfach mal eine Halbierung von 10 auf 5 Millionen, aber ich habe es dann über den Patch hinweg aufgebraucht, mein eigenes Zeug, und das war dann halt so ein bisschen Lehrgeld. Gut, jetzt hätten wir alles Gold rausgenommen, wir haben jetzt einmal Cap weggeschickt und nochmal 6 Millionen, das ja, ist jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so üppig, aber ist okay. Ne? So, jetzt würde ich sagen, log ich mal noch ein bisschen weiter, dann sehen wir uns gleich wieder. Dann sind wir jetzt auf den Monk rübergelockt. Ich habe zwischenzeitlich schon das Gold auf dem DK rausgenommen. Ihr seht, jetzt haben wir hier noch einen Char mehr, der quasi einmal am Cap ist. Und jetzt werden wir einmal hier nochmal schauen, was wir einmal bei dem Monk drin haben. Bei dem haben wir auch noch ein paar Aktionen verkauft. 845. Und ja, was verkaufe ich mit dem? Wie bei den anderen halt auch wieder die Berufe. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ich habe einmal Schneider und einmal Schmied. Und da halt auch wieder die Legendary-Dinger, halt alle 4, 5, 6, 7. Ich habe auch teilweise noch ein paar, seht ihr, hier Rang 1 Sachen. Die habe ich auch auf der Bank noch liegen, damals, wo ich es geskillt habe. Ja, man kann die ins Auktionshaus schmeißen, aber das Zeug kauft halt keiner. Und im Endeffekt verstopft es den Briefkasten nur, also weiß ich nicht. Macht, glaube ich, wenig bis keinen Sinn. Okay, keine Ahnung, warum jetzt hier irgendwie der Chat nicht so ganz das anzeigt, was ich hier gerade alles rausziehe. Hat er anscheinend keinen Bock drauf. Gut, ist egal. Kampflok, Whisper. Okay, das erklärst du mir jetzt auch mal, warum unter meinen Whispern das Gold drin ist. Aber ist okay. Anscheinend habe ich da irgendwo einen Haken mal falsch gesetzt. Unter allgemein ist das Gold nicht drin, aber unter Whisper perfekt. Ist wieder wenn habe es ich verkackt. Ja, oder es buggt irgendwas, aber ich wüsste jetzt nicht, dass ich das umgestellt hätte. Ja gut, egal. Also ihr seht, so Riesenausschläge hat man hier nicht mehr. Am Anfang sind ja die Legendaries für teilweise 100, 200k weggegangen. Hier hast du mal ein Ding für 60k dabei oder so, aber das sind halt sehr, sehr viele Kleinbeträge auch. Ne? Vor allem die Schneider-Sachen sind halt auch im sehr Low-Budget-Bereich unterwegs, weil halt die Mats ziemlich günstig sind.
Und dementsprechend also auch die Legendaries teilweise im niedrigen Bereich sind. Es gibt relativ viel Konkurrenz auch und da machst du jetzt nicht die Riesenbeträge. Dann schauen wir mal, was wir da noch rausziehen. Ich denke mal, auf den Cap werden wir hoffentlich noch kommen. Und dann gucken wir mal. Achso, ich wollte euch auch noch zeigen, wie hier der Unterschied ist zwischen Schneider und Schmiedekunst. Und zwar, wir können es mal kurz einmal zumachen. Das Cap holen wir dann gleich ab. Wenn wir jetzt hier einmal reingehen und ich wieder bei Schneider reinschaue. Hier zahle ich jetzt, wobei auch nicht mehr so viel, ne? Für das Ding zahle ich quasi 6.800. Und was zahle ich bei Schmied? 6.000, also gut, ist 800 Unterschied. Jetzt für das alte Rudiment sind es 5.600 bei Schmied und bei Schneider. Ja, da ist der große Unterschied, ne? 11.000, hier sind es nämlich die großen Beträge. Da braucht man 400, sind es 11.400 zu 5.000. Also das ist fast die Hälfte, ne? Und das macht dann halt einiges aus, wenn man das halb so teuer herstellen kann. Ich denke mal, bei den anderen Sachen ist es ähnlich. Hier für das Handwerksmal der ersten knappe 3.000 zahle ich hier. Und bei Schneider 3.000, ja. Also, ich sag mal so, das sind jetzt dann kleinere Unterschiede, aber ihr habt gesehen, bei dem anderen ist es tatsächlich mehr. Aber trotzdem, über die Masse, wenn ihr dann überall 10-15% sparst, ist es natürlich trotzdem einiges, ne? Und ihr seht ja, es geht ja jetzt dann hier um Millionenbeträge und dann sind es dann halt doch mal ein paar hunderttausend oder 1-2 Millionen, ne? Je nachdem. Also dann kann man schon ein bisschen gucken. Und wie gesagt, jetzt ist es nicht mehr so gravierend. Am Anfang, wo die Mats extrem teuer waren, da hat es teilweise noch wesentlich mehr ausgemacht. Das hat sich ja jetzt halbwegs relativiert. Gut, ich würde sagen, wir machen das jetzt erstmal so, dass wir sowohl auf dem Char als auch auf meinem Hunter Cap haben, dass ich das wieder so nach und nach runterwirtschaften kann, dass ich da auch wieder Gold habe zum Investieren. Heißt, wir schicken jetzt auf meinem Hunter nochmal Gold rüber und 3.700.000, dann ist er fast am Cap. Ganz muss er ja nicht. Wie viel hatte er gehabt? 6, ja genau. Also das müsste passen. Hunter. Gucken wir mal, ob wir das noch hier, das werden wir sicher hier nochmal rausziehen. Und den Rest schicke ich dann nochmal an den anderen Char rüber, dass wir bei dem etwa aus Cap behalten, würde ich mal behaupten. Das wäre wahrscheinlich das Beste. Was haben wir denn da? Wir haben jetzt hier noch den Aragus, der hat nicht ganz Cap, den könnte ich dann noch ein bisschen versorgen. Weil ich weiß nämlich, ich glaube, der Dark Teli ist, ich weiß nicht, ob das ein Char ist, den ich gelöscht habe. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, da muss ich nachher nochmal nachschauen, nicht, dass ich jetzt da irgendwo auf einen falschen Char was schicke. Ein paar Chars sind hier noch in der Liste drin, die glaube ich keine richtigen sind tatsächlich. Auch mal Testchars gehabt, ne, und da muss man ein bisschen aufpassen. Dass das Gold flöten geht. Gut, jetzt sind wir hier gleich nochmal am Cap. Also hier ist jetzt nochmal 1,2 drin. Was hatten wir gesagt? Wir könnten zu dem einen 1,2 schicken. Oder ich nehme meinen anderen Teler. Warte mal, das machen wir doch. Schicken wir zu dem hier nochmal 2 Millionen rüber. 1,4 schicken wir rüber. Hier eigentlich am Cap sein. Und dann muss ich gleich nochmal ein bisschen durchloggen, dass wir die richtigen Werte haben. Und dann schauen wir mal, was wir am Ende plus gemacht haben. Also so, was jetzt so halbwegs zusammenaddiert ist, haben wir jetzt nicht einen Riesengewinn gemacht, aber auf jeden Fall ganz okayisch. Wo ich mich nicht beschwören kann. Also die 10 Millionen müssten wir geknackt haben, aber wir sind halt weit weg von den 35, 40 Millionen, was wir in letzter Zeit hatten, wovon ich aber ausgegangen bin. Einfach weil natürlich jetzt dieser krasse Hype mit den Legendaries natürlich abflacht. Ne? Das ist jetzt eher so Twink-Gedöns, was man jetzt noch hat, was aktuell gerade abgeht, aber nicht mehr dieses krasse. Und natürlich sind die Preise ziemlich viel runtergegangen. Ne? Also klar, wenn die Legendaries allgemein nicht mehr so teuer sind, dann ist auch der prozentuale Anteil des Gewinns natürlich auch nicht mehr so riesig. Gut, jetzt haben wir hier knappes Cap. Dann logge ich noch einmal jetzt rüber und dann schauen wir am Ende, was wir dann wirklich plus gemacht haben. So, ich habe jetzt, glaube ich, alle Charts durchgeloggt.
und nochmal geguckt. Also hier oben, seht ihr, haben wir jetzt überall das Gold rausgenommen. So langsam habe ich auf allen auf Antur hier gekappt, ne? Ein paar fehlen noch. Ich glaube, den ein oder zwei sind tatsächlich irgendwelche Testchars. Die muss ich jetzt mal hier aus der Liste rausnehmen. Aber hier in Ding sehen wir es ja auch ganz schön. Ich glaube, Tela-Test ist bestimmt legit Char, ne? Der Tela-Test vor 5 Monaten das letzte Mal online. Den Twin können wir schon mal löschen. Ja, Tela-Test löschen. Da will ich kein Gold hinschicken. Und der Tag Tilly, der ist Stufe 11. Na gut, den lasse ich jetzt mal. Okay, also was haben wir jetzt? Wir haben jetzt hier am Ende, ich trage das jetzt hier mal parallel ein, 131.444.000 und damit haben wir dann das amtliche Endergebnis, wie es so schön heißt. Also wir haben quasi auf dem Main-Account sind wir von 56 Millionen auf 64 Millionen, also ne, knapp 8 Millionen plus. Und auf dem Second-Account sind wir von 120 Millionen auf 131 Millionen, heißt knappe 11 Millionen plus gemacht. Sogar ein bisschen mehr als 11 Millionen. Overall sind wir jetzt auf 195 Millionen. Wir kratzen an den 200 Millionen. Plus gemacht haben wir 18.912.000, also was wir jetzt wirklich an Gold mehr haben. Und ohne, wenn wir die Konsumausgaben rausrechnen, die ja nichts mit meinem Goldmaking zu tun haben, hätte ich diesen Monat 20 Millionen plus gemacht. Heißt, wenn wir jetzt gucken, die Monate davor, ne, Anfang des Patches, 40 Millionen, 35 Millionen waren natürlich toll, aber wenn wir schauen, was ich vor dem Patch hatte, ne, sind die 20 natürlich dahingegen immer noch supidupi. Also bin ich voll zufrieden, können wir nichts sagen und jetzt sind wir relativ nah an den 200 Millionen dran. Und ja, mal gucken, das ein oder andere Gold werde ich wieder für irgendeinen Blödsinn ausgeben. Da könnt ihr gerne mal in den Waste of Money Videos ein bisschen stöbern, da habe ich ja schon das ein oder andere rausgehauen. Und ja, damit sind wir mit dem Gold-Tagebuch tatsächlich durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder in vier Wochen, etwa in einem Monat. Und da gucken wir dann, dass wir über die 200 Millionen kommen. Ich verabschiede mich an der Stelle, euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.